Ja, wir haben gerade zweite Halbzeit ein sehr gutes Tiefenspiel gehabt. Gutes Spiel in die Spitze, dann auch viel Bewegung gehabt und waren kreativ dann auch im Angriffsdrittel. Das wollten wir sehen. Erste Halbzeit haben wir eigentlich auch ganz gute Tormöglichkeiten gehabt, haben sie leider weggegeben. Gute Gegenpressing-Aktion, also war viel Bewegung drin und ein guter Abschluss für die erste Vorbereitungswoche. Wir haben gut kombiniert, haben richtig gut gezockt dann auch vorne mit einer Kreativität, mit einer Freude am Ball zu sein, sich gut zu bewegen, zwischen den Linien aufzudrehen, dann tief zu spielen. Die Jungs haben es sehr gut gemacht und erste Halbzeit hätten wir schon das ein oder andere Tor mehr machen müssen und zweite Halbzeit, gerade zu Beginn war es dann schon sehr gut mit dem Dosenöffner Riedle Baku, super Ball hinter die Kette auf Johnny Burkhardt und das war gut. Sagen wir jetzt mal so, es war eine sehr gute Trainingseinheit für uns, dass wir auch mal gegen den Gegner spielen konnten, nicht nur immer im Training. Die Trainingsspielchen gehabt und deswegen war es heute schon etwas fordernd, aber bin mal gespannt, wie es dann über 90 Minuten aussieht. Ja, es war ein guter Test. Ist ja meistens so bei so einem Testspiel, dass man das erste Tor braucht für den Büchsenöffner. Und ja, in der ersten Halbzeit hätten wir gerne das ein oder andere Tor mehr gemacht, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Das war bei uns auch eine zusammengewürfelte Mannschaft. Wir warten noch auf viele Spieler. Und ja, als erster Test war es super. Ich denke, die Jungs haben Gas gegeben und es hat Spaß gemacht.